Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es mal eine YouTuber-Tierlist. Das Ganze haben ja schon ein paar Leute gemacht, aber ich habe mir eine eigene erstellt. Und das ist keine ganz normale Tierlist, denn ich habe mir nur Fortnite-YouTuber halt rausgesucht. Das hier unten sollten zumindest die meisten so sein. Ich habe natürlich die meisten, kenne ich halt davon, aber ich bin halt schon extra in YouTube rein, extra richtig tief in YouTube mal reingegriffen, hab die Tasche aufgemacht und hab dann noch ein paar Kanäle gefunden, die ich ansonsten so nicht kannte. Aber ich würde sagen, wenn ihr auch vorhabt, diese Tierlist mal in einem Video vorstellen wollt, falls ihr auch YouTube macht oder falls ihr es einfach nur so mal aus Fun machen wollt, ich verlinke euch die Seite unten in der Beschreibung, dann könnt ihr das Ganze auch machen. Aber ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt hier vorab. Ich habe jetzt so mal die meisten YouTuber, die man so kennen sollte oder halt nicht, mal reingenommen. Also da sollten jetzt auch die größten mit drin sein, hoffe ich. Fangen wir einfach mal bei Arian an. Seine Videos schaue ich jetzt nicht aktiv, aber ich muss sagen, ich finde ihn sehr sympathisch. Und würde ihn jetzt mal so auf eine C maximal stufen, weil der macht jetzt auch keinen Trash-Content. Atlantics habe ich nur aus Zufall gefunden und kenne ich daher nicht. Avis, der Content gefällt mir halt eigentlich, ja, halt nicht so krass. Aber trotzdem, es geht schlimmer. Deswegen nur mal auf die E. Vive HD schaue ich jetzt auch nicht so krass, aber ich weiß halt, was er für ein Konto macht und der spricht mich jetzt auch nicht so an. Dann packe ich mal auf eine D-Stufe. Baumblau ist ja ein Fortnite-YouTuber, der eher so ein Fortnite-Streamer ist, weil ich habe gesehen, der tut in seit was weiß ich wie vielen Monaten schon keine Videos, sondern nur noch Streams machen. Und da ich mir Streams eigentlich so an sich nicht so krass, außer bei zwei, drei Leuten anschaue, kommt bei mir Baumblau nicht in Frage, aber ja, ich würde ihn jetzt auch nicht schlimmer als C einstufen, weil er macht jetzt auch kein Trash-Content. Betzke ist jemand, da schaue ich ab und zu vielleicht mal rein, wenn es irgendwelche Challenges oder sonst was gibt. Aber halt wäre sehr wahrscheinlich nicht irgendwie unterhalb C. Die meisten werden wahrscheinlich auch auf C in dieser, Liste landen. Wie dieser YouTuber gerade heißt, weiß ich nicht. Aber ich habe ihn durchs Firegoten entdeckt. Und da weiß ich auch schon mal, was er für ein Content macht. Und der ist jetzt nicht so ganz krass. Ich glaube, Brainiac oder so hieß der. Keine Ahnung. Dann haben wir auch wieder jemanden, den habe ich keine Ahnung, wer es ist. Bei Reaper schaue ich aktiv, den würde ich auf die C packen. Er macht jetzt keinen überkrassen Content, aber manchmal schaue ich halt gerne mal rein, was mich dann auch interessiert. Die Crash Bros 2 Gaming, glaube ich, heißen sie, sind zwei Geschwister, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Auch mit Fortnite-Content spricht mich aber eher nicht so an, deswegen packe ich sie mal auf die D. Der Fruchtzwerg kommt mir auch sehr sympathisch rüber. Der kommt bei mir auf jeden Fall auf die B, denn er macht jetzt halt so einen Content, er ist jetzt nicht so krass aktiv, aber er bringt mal so ein bis zwei Videos pro Woche minimal raus. Also ich muss auch sagen, er geht doch ein bisschen vorsichtiger mit seinen Infos um. Manche sagen halt, ja, das für Köln kann, das kommt so und so. Aber er tut halt dann auch immer vorsichtig sagen, das könnte so kommen, wie ich halt so mal. Der nächste YouTuber, den lasse ich mal direkt raus. Die Wallis Zocken sind schon so lange am Start, hauen jeden Tag ein Video raus. Also es haben sie sich sowas von verdient. Also die Buddies Zocken sind echt gute Fortnite-YouTuber, ist auch bei meinen guten Fortnite-Kanälen rechts, wenn ihr auf meinem Kanal seid, dort verlinkt, dort könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Die sind in letzter Zeit auch zwar noch aktiv, jeden Tag ein Video, haben auch echt gute Ideen, aber schade ist, durch viel Trash-Content auf YouTube tun halt die Leute, die Müll machen, Abos bekommen und die Buddies Zocken, die zum Beispiel realen und interessanten Content meiner Meinung nach machen, mach halt nur noch D-Abos und das finde ich einfach sehr, sehr schade.
Zum Beispiel hier Esken interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Packe ich mal auf die D. Fix finde ich auf jeden Fall schön, wenn ich da mal reinschauen würde. Ich gucke ihn halt jetzt nicht aktiv, aber ich weiß halt, was er für ein Konto macht. Und ich finde ihn auch echt sympathisch. Also niedriger als die C sollte der auf jeden Fall nicht sein. Schaue ich nicht, Fortnite Office schaue ich auch nicht. Also diese ganzen Stream-Highlights-Kanäle interessieren mich jetzt auch nicht wirklich. Deswegen nur E, Rapid schaue ich nicht. Fortnite Stammtisch, genau dasselbe wie Fortnite Office. Fraps kommt auf jeden Fall mit auf die S, weil er ist auch ein sehr, sehr guter Fortnite-YouTuber. Den schaue ich mir auch gerne mal an, denn der macht euch so unterschiedliches Zeug zu Fortnite, also auch sehr interessant. Gamerholic schaue ich jetzt nicht so ganz aktiv, aber also ich habe eigentlich fast ein oder zwei Videos mal von ihnen gesehen, aber die machen halt auch echt guten Fortnite-Content, deswegen schlimmer als die B darf da auf jeden Fall nicht drin sein, genauso wie bei Gustav Games. Der macht ja auch mit Maxify gut Content, der ist hier auch hinten in der Liste. Den tun wir mal hier zu Gustav Games dazu. Also Maxify und Gustav sind mir echt sehr sympathisch. iCrimex macht auch unterhaltsame Videos meiner Meinung nach, aber spricht mich jetzt eher nicht so an, deswegen tue ich ihn mal auf die C. iOlic würde ich auch schon auf die A-Stufen, weil er macht echt interessante News. Fasst das kurz, knapp zusammen, kommt schnell zum Punkt, finde ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das, glaube ich, war It's Asi TV, nicht so krasser Typ, also schon mal auf die F. Da kriegt die kleine Banane erstmal ihre Krone abbekommen. So, das war gerade ein dummer Satz, den weiß ich auch nicht gerade, wer das ist. Kid Maeve interessiert mich jetzt auch nicht so krass. Ich tue ihn mal auf die D. Crunch Royal ist mir sehr sympathisch, finde ich auch sehr gut. Also bei mir kommt er auf jeden Fall auf die A. Hilft super bei den wöchentlichen Herausforderungen. Sein Account wurde ja erst eben gehackt, also da gibt es auch gerade Videos zu. Also an sich finde ich Crunch Royal auch ein sehr guter YouTuber. Da gab es mal zwischen Fire Golden und ihm so eine kleine Konversation, dass Fire Golden ihn erst gut fand. Doch dann hat sich irgendwie was geändert so vom Content, dass er ihn nicht mehr so geil fand. Ich finde aber Crunch Royal ist echt ein guter Fortnite-YouTuber. Zum Beispiel, wenn ihr wöchentliche Herausforderungen habt und ihr nicht weiter wisst, könnt ihr auf jeden Fall zu Crunch gehen. Also der ist auch dort ist eigentlich mein erster Ansprechpartner, was Challenges angeht, auf jeden Fall sehr gut. Der macht auch unterhaltsame Videos meiner Meinung nach, also A, super verdient. Kuschel hilft auch oft bei Fortbytes Challenges. Schaue ich halt jetzt nicht so ganz, weil ich halt Crunch Royal habe, deswegen. Aber B auf jeden Fall ist drinne. Lenny ist so ein Fortnite-Streamer, genauso wie Luis. Luis würde ich tatsächlich auf D-Stufen, denn also es gibt einen YouTuber in der Liste, der kennt auch diesen, also kennt auch Luis. Und da gab's, ja, also der hat auch auf seinem Zweitkanal, den sage ich jetzt auch mal noch nicht, halt gesagt, hier zum Beispiel Luis da, der macht so ein bisschen das ein oder andere krumme Ding. An sich gucke ich jetzt nicht so aktiv seine Fortnite-Streams. Ab und zu schaue ich auch mal zu und schaue mal rein, aber manchmal zum Beispiel, wo er eigentlich wusste, dass es kein Godzilla geben wird, trotzdem ab in den Titel damit, haufenweise Klicks damit generiert und er halt gesehen hat, das geht Klicks und Abos. Ja, kommt halt bei mir nur auf die D, aber dann halt auch wirklich nicht tiefer, weil er macht jetzt auch nicht Trash-Content. Lenny finde ich auf jeden Fall unterhaltsamer, auf die C auf jeden Fall. Marky finde ich jetzt nicht so krass, würde ich auch auf die D tun. Mackie TV schaue ich halt wirklich nicht, aber der macht halt so, ja, ich glaube auch so ähnlich wie Trimax. Schlagt mich bitte nicht, wenn es jetzt nicht stimmt, aber ich will jetzt hier auch kein falsches Zeugnis ablegen. Deswegen haue ich ihn mal unten rein. Genauso wie hier. Mois schaue ich, oder Moshit, glaube ich, heißt er. TV. Ah, ja, ist halt auch wieder so ein Standard-Streamer. Ich tue mal hier unten rein, weil ich schaue ihn auch wirklich nicht. Moss.
kommt bei mir, ich muss sagen, Moss geht auch ein bisschen vorsichtiger auf mit seinen Infos um. Deswegen packe ich ihn auf jeden Fall auf die B. Er macht, glaube ich, ja, also die letzte Zeit hat er schon D-Abos gemacht, was ich auch sehr schade finde. Aber gerade könnte es sein, dass er mal wieder Abos Plus macht. Also Moss ist auf jeden Fall auch ein YouTuber, den ich empfehlen kann. New Universe kommt auf jeden Fall mit auf die A, denn er ist ein Animateur, der macht Fortnite-Animations, kleine Kurzfilme zu Fortnite, und das macht halt schon etwas aus. Halt, diese ganzen Animationssachen sind sehr aufwendig zu machen. Schaue ich auch gerne mal rein. Also auf jeden Fall sehr schön. Nicklock, da hätte ich eher noch F, nur ein A, B, C, D, E, F, G, den hätte ich eher auf G gepackt. Nicklock, kompletter Abschaum von YouTube, habe ich auch schon ein Video gegen ihn gemacht. Odoman schaue ich nicht. Petrit kommt bei, wo habe ich ihn hingetan, auf die E. Dann Random Kai schaue ich jetzt auch nicht wirklich. Red Sama auch nicht, finde sein, ja, halt auch nicht wirklich unterhaltsam. Meiner, das alles meine Meinung. Reloaded, genauso ein Trash wie Nicklock. Repass ist auch so ein, ja, wie soll ich sagen, Standard-Fortnite-Streamer oder so. Manchmal, ich weiß gar nicht, ob er auch so aktiv Videos macht, aber sein Content interessiert mich halt auch nicht so sehr, aber er macht auf jeden Fall kein Trash. Reventzeit ist sehr aktiv, muss ja aber sagen, sein Content spricht mich halt auch nicht so krass an. Win Reserve ist genauso wie Reloaded, komplett Abschaum. Saftiges Knur finde ich auf jeden Fall auch verdient auf die S, weil Saftiges Knur ist auch eigentlich, ja, ich würde schon sagen, die größte deutsche Fortnite-YouTuberin. Also mal eine Frau, nicht nur hier die Männer am Start, denn ich muss sagen, bei ihr schaue ich wirklich die Videos gerne und komplett voll. Muss ich echt sagen, auf jeden Fall Respekt an Saftiges Knut. Sie macht jetzt kein Clickbait oder so. Also bei ihr schaue ich mir auch gerne mal die Videos an. Kein Clickbait, unterhaltsam. So muss das auf jeden Fall schon mal hier halt sein. Schmocki ist auch echt meiner Meinung nach unterhaltsam. Also schlimmer als B auf keinen Fall. Schaue ich nicht. Schaue ich auch nicht. Cymex, ja, hier. Green Reserve. Snox ist auf jeden Fall ein YouTuber. Der steht jeden Morgen auf und macht halt Daily Shop Videos. Finde ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Fraps macht das übrigens auch. Nimmer stellt euch auch den Daily Item Shop vor. Snox ist ja so sein, ja, wie soll ich sagen, sein Haupt-Content halt der Daily Shop. Finde ich auf jeden Fall krass und tief als die B. Würde ich auch nicht sagen. Also ich sag mal so, S ist super gut, A ist auch richtig gut, B ist auch gut, C geht noch in Ordnung, also ist jetzt nicht schlimm. Ab D wird es dann halt so ein bisschen kritischer. Get on my level, da nehme ich den Spontana Black. Ja, Kanal, weil auf dem normalen Montana Black Kanal ist halt jetzt wirklich nicht halt so das Ansprechende von meinem, ja, also ich bin ja eher so auf der Gaming-Szene, deswegen spricht mich eher der Zweitkanal an. Also finde ich auch unterhaltsam. Auf die B, Standard-Skill schaue ich jetzt wirklich nicht, aber schlimmer als die B würde ich ihn jetzt auch nicht einstufen. Standplay, sowas von, ups, wen habe ich jetzt, jetzt habe ich ein bisschen durcheinander gebracht. Ich hoffe mal, ich bringe jetzt hier nicht allzu viel durcheinander. Standplay, sowas von auf die S, denn Standplay ist auch eigentlich mein Lieblingsdeutscher Fortnite-YouTuber zwischen den Buddies, also auch sehr, sehr gut. Stan ist eigentlich der Typ, der mal hier so das Ganze unten ausgleicht, der passt auch so ein bisschen auch auf seine Zuschauer, trinkt genug oder schaut nicht hier irgendwelche Scheiße, der deckt auch auf seinem Zweitkanal oder mal manchmal auf seinem Hauptkanal irgendwelche Betrüger auf, selbst im internationalen Raum. Also Stanplay ist auf jeden Fall, was Fortnite anbelangt, ganz oben. Würde ich auf jeden Fall, wenn es noch S Plus gibt, würde ich ihn dort sofort eintauschen von S zu S Plus. Also Stanplay ist eigentlich, Stanplay ist meiner Meinung nach der beste Fortnite-deutsche YouTuber.
halt aus Deutschland. Also Respekt an halt Stemplay. So, Steelbread, du kommst schon mal auf die F. Timatic stellt halt immer Skin-Kombinationen vor. Finde ich auch jetzt nicht so krass, aber schlimmer als CC auf keinen Fall. Trimax schaue ich hier. Also er unterhält mich nicht. Ich sag mal so, Trimax ist kein Trash-Content. Trimax macht halt, ist halt so von den Fortnite-Turnier-Reviews. Aber diese ganzen Turniere, die gehen mir einfach hier in ein Ohr rein und gleich zum anderen Ohr raus. Also interessiert mich auch wirklich nicht. Bevor ich ihn auf die D packe, packe ich ihn lieber unten rein. Tutopolis macht eigentlich ja so nur Fortnite-Streams anstatt Videos, aber er macht jetzt auch kein, ja, schlechte Fortnite-Streams. Er macht zum Beispiel, ist auch immer in jeder neuen Season, macht dann, was weiß ich, wie 400 Stunden Livestream, wo er der erste Fortnite-Spieler der Welt ist, der Level 100 in der neuen Season ist. Also auf jeden Fall immer Respekt an ihn. Dort schaue ich dann auch immer rein. Immer. Das interessiert mich sowas von, wie weit die schon gekommen sind. Also dort geht es auch echt ratzbad ab. United Potato machen auch zu den wöchentlichen Challenges größtenteils Videos. Schaue ich mir jetzt nicht an, weil ich halt Crunchyroll dafür immer verwende. Faustgeld. Ah! F will ich ihn nicht antun, ich tue ihn nur E an. Wannabe kommt auch auf die F. Und damit sind wir auch am Ende des Videos angelangt. So sieht meine Fortnite-Tierlist aus. Also geht, glaube ich, würde ich sagen, klar. Hier unten ist halt, ja, mehr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Also ich würde schon sagen, es gibt mehr Trash-Content als guten Content auf YouTube. Und das ist wirklich schade, Leute. Wenn ihr irgendwelche Leute von hier unten aktiv zuschaut, wie zum Beispiel Ruin Reserve oder was hier Avis oder so, also sowas, also zum Beispiel bei Avis, der macht ja solche nur, ja, hier No Skin wird gemobbt, dann kam ich mit Renegade Trader an und so ist eigentlich jedes Video aufgebaut und das auch alles nur gespielt, also jetzt nicht groß. Hier Simex habe ich gehört, der hat sogar selbst sein Profilbild geklaut. Reloaded, Nicklock, alles abschaum hier, sowas von. Hier unten will ich jetzt nichts dazu sagen. Trimax finde ich gut. Mackie TV, Moshit, Oroman, Random Kai auf jeden Fall. Wer hier dahinter steckt, weiß ich gerade nicht, aber der Rest finde ich jetzt auch nicht so krass. Also, ihr solltet lieber hier oben mal ab. Ja, ab D würde ich mal bei den Leuten vorbeischauen, vor allen Dingen bei S, A, B und C. Dort würde ich eurer Meinung, also meiner Meinung nach, dort solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ich werde euch, wie gesagt, die Tierlist in der Beschreibung verlinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eure Meinung gerne in die Kommentare, wen ihr mal auf die S oder A tun würdet. Wir sehen uns bei einem neuen Video. Morgen 15 Uhr geht's weiter. Haut rein und ciao, Leute.